Hallo und herzlich willkommen wieder auf dem Kanal Tragen statt Schleppen. Heute zeige ich dir den Scrunchie Trick. Vielleicht ist dir das bekannt beim Tragen mit einer Bindetrage, dass es einen großen Unterschied macht, wo du genau die Träger auf dem Rücken überkreuzt. Wenn das Kreuz eher weiter unten ist, werden die Träger eher weiter außen sein auf den Schultern. Wenn das Kreuz weiter oben ist, werden die Träger näher am Hals sein. So, jetzt kommt es manchmal vor, dass gewisse Schulterformen dazu neigen, dass egal was man versucht und wie sehr man sich bemüht, die Träger schlussendlich nach einer Weile immer da oben landen. Und vor allem, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, gut festzuziehen, dass das Kreuz dann weit oben landet irgendwann und die Träger direkt am Hals. Und wenn man das dann wieder löst und frisch bindet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es alles wieder so ist wie gehabt. Dafür habe ich dir einen Trick, den Scrunchie-Trick. Das Ganze funktioniert auch mit einem anderen Haargummi und sieht so aus. Du nimmst den Scrunchie und bringst den Träger dadurch. Du kannst dir anfangs merken, wo am Träger du in etwa die Überkreuzung gerne magst. Ich mache es jetzt absichtlich ziemlich weit unten. Das dürfte bei mir in etwa hier sein. Der andere Träger kommt nun quasi gegenläufig, ebenfalls durch den Scrunchie. Den Scrunchie wähle ich deshalb, vor allem dieser hier aus Samt ist gut, weil Stoff auf Stoff nicht so schnell rutscht. Wenn der Stoff eben, vor allem wenn es Samt ist, das ein bisschen haftet, fast schon. So, nun habe ich die so gegenläufig, ungefähr im selben Abstand. Gut, und nun kommt mein Baby. Rückenteil übers Kind, die Träger über uns beide. Und dann binde ich eigentlich ganz einfach zu Ende. Und hier jetzt seht ihr bereits, die Träger wollen gar nicht so nah zu meinem Hals, weil die werden hier unten gehalten vom Scrunchie. Hier auch deshalb wähle ich einen eher stoffigen Haargummi, weil mir das dann nicht aufträgt, nicht wehtut. Also der schmiegt sich hier total schön an. So. Und nun kann ich total fest binden, satt binden, körpernah binden und die Träger rutschen nirgends mehr hin, weil sie hier gehalten werden. Und da ist vielleicht noch zu sagen, es macht auch total Sinn, das mal zu variieren. Also die Träger nicht immer an derselben Stelle zu tragen. Vielleicht mal näher, dann weiter nach außen. Dass du hier ein bisschen variierst, weil du so ganz unterschiedliche Muskelgruppen trainierst und somit auch nicht ganz so einseitig belastest. Ich bin gespannt, wie euch das hilft. Tschüss!